Wir sind heute in Fromberg, der letzte Tag unserer großen Aktion Licht und Sicht. 4 Wochen lang haben die Beamten der Polizeiinspektion Schwandorf jetzt versucht, möglichst viele Kraftfahrzeugführer, aber auch Fahrzeugführer zu prüfen, zu überprüfen, und zwar vor allem bezüglich der lichttechnischen Einrichtungen. Insgesamt haben wir 169 Fahrzeuge kontrolliert. Wir haben dabei 67 Lichtmängel festgestellt. Bei keinem der Fahrer, die einen Lichtmängel hatten, wurde von uns ein Bußgeld erhoben oder ein Verwarnungsgeld, sondern wir haben Mängelanzeigen ausgestellt, wo die Fahrerinnen und Fahrer 14 Tage Zeit haben, ihre Sachen zu richten, damit einfach für die jetzige Jahreszeit dementsprechend ihr Fahrzeug so in Ordnung ist, dass es für sie selber vernünftig ist, aber auch für die anderen Verkehrsteilnehmer, dass die besser gesehen werden. Von diesen Fahrzeugen waren 33 Fahrräder übrigens, 11 davon mussten wir hier auch beanstanden. Wir sind heuer froh. Jetzt haben wir gar einen Kack drin, schau her. Das ist aber schön, oder? Das ist doch schön, wenn der Wind, bei schlechtem Wetter machen wir das trotzdem. Ja, heuer haben wir also 33 Fahrräder kontrolliert, 11 davon mussten auch hier mit Mängelanzeigen versehen werden. Auch die müssen ihre Fahrräder richten, wobei wir heuer sehr zufrieden sind. Zum heutigen Tag haben wir ein Viertel weniger Fahrradunfälle als letztes Jahr. Wer sich erinnern kann, die Polizeiinspektion Schwandorf hat großen Wert auf die Fahrräder im letzten Jahr gelegt, weil die Unfallzahlen exorbitant nach oben gegangen sind. Die sind zurückgegangen, ist mit Sicherheit auch ein Teil des Kontrolldrucks der Arbeit der Polizei. Da danke ich natürlich auch an der Stelle allen, die mitgeholfen haben, hier die Unfälle dementsprechend zu reduzieren. Als Highlight des heutigen Tages, das erste Mal musste man kratzen in Schwandorf. Wir waren natürlich auch in der Früh um 6 Uhr schon unterwegs. Da haben wir 2 Fahrzeugführer gehabt, die ihre Scheiben nicht enteist haben, jeweils mit 10 Euro belohnt. Das ist vielleicht der Tipp auch für die Bevölkerung, dass man einfach dran denkt, 2-3 Minuten früher aufstehen in der jetzigen Jahreszeit und dementsprechend hier sein Fahrzeug so freiräumen, damit man einfach eine Rundumsicht hat. Man schont seinen Geldbeutel, wenn man keine Unfälle baut. Man schont auch Gesundheit und Versehrtheit der anderen Verkehrsteilnehmer.